der Kirche sind, wünsche ich euch ganz herzlich Shabbat Shalom. Und ich habe eine Frage, seid ihr für die Legalisierung von, darf ich es hier sagen, Marihuana? Läuft da? Ja, läuft, super. Also hier Backstage mit Stone Mumbling, bei Oletta Casting. Und wir versuchen im Hintergrund, machen Virgin Circus gerade Soundcheck. Wir versuchen wenigstens ein paar Worte zu hören. Wie war das Konzert? War geil. Sau. Hat sich gebockt. Sau gut, sau gut. Und hat mir nur Aushilfe. Dein erster oder zweiter Auftritt? Ja. Zweiter. Und insgesamt drittes oder viertes Mal zusammengespielt. Dafür echt nice. Und? Hat geklappt? Ja, 1A. Wie ist die Akustik hier? Das ist ein bisschen schwierig. Am Anfang wie so eine Soundwolke, aber dann war ich auch super. Also ich fand's gut. Auch den Sound fand ich gut. Die haben ja hier auch massiv Leute dahinter, ne? Wie viele sind hier? 6 oder 7 Leute in der Technik? Aber ich konnte nichts sehen. Ich kann nur bis 13. Auf jeden Fall ein Lob an die Techniker, die sind super nett hier. Ja. Das muss man wirklich sagen. Im Vergleich zu anderen Mischern. Ja, der Mischer ist der beste Mann. Und wie sieht es aus mit Platte? Also eigentlich wollten wir eine Pause machen. Eine Pause vor der Platte? Ja, wegen Abi, Realschulabschluss und sowas. Also die Suche nach dem Damenklo wird mit dir auch eingebaut. Wir sind gerade alle ein bisschen im Schulstress, weil wir jetzt unsere Abschlüsse machen. Aber dann machen wir weiter. Also hören wir im Winter wieder was von euch? Habt ihr noch Auftritte jetzt demnächst? Ja, ja, vielleicht. Wann ist der? Nächste Woche. Samstag. Samstag. Ach, warte mal. 11. Samstag. Apple rettet. Das muss eigentlich immer der Journalist wissen, ne? Ist Samstag. Scheiße, aber haben wir das eingetragen? Auf jeden Fall ist es in St. Andreas. St. Andreas. Sag mal, ist es Samstag oder Freitag? Samstag. Ja gut, 11. Februar, St. Andreas. 11.2. Stone Mumbling. Kommen. Außerdem supporten wir natürlich auch Letter. Ja, viel Erfolg. Mal abwarten. Dankeschön. Dankeschön. Und wir freuen uns dann auf den Winter, wenn wieder was Neues kommt. Also nächsten Winter dann, ne? Spätestens auf jeden Fall. Noch eine Frage. Es gibt hier einen extremen Frauenüberschuss, oder? Ja, aber die gehören zu Virgin Circus. Das kommt vom Namen. Ja, die die sind eigentlich wegen uns da. Ja, aber die sind nur als Tarnung. Die T-Shirts sind nur als Tarnung. Die kommen wegen uns, damit es nicht so auffällt. Was, die hat er heute schon. War nicht so in Vordergrund töten. Also. Weil da draußen ist echt 90 zu 10 oder so, ne? Ja. Das ist echt Wahnsinn. Axel, für ihn ist es schade. Er steht eher auf Männer. Nicht so schlimm, der steht eher auf Männer. Na dann. Aber ja. Okay, dann viel Erfolg. Dankeschön. Du kriegst mal deinen Tee. Also, es geht in unserem nächsten Lied um einen Typen, der auf jeden Fall dafür ist. Mr. Misunderstood. Thank you.
Zigarettenpausen-Interviews, ne? Jetzt hier für Radio Z, eine Zigarettenlänge, so lange halten wir draußen aus. Total dunkel hier. Ich muss mal gucken, ob ich ein bisschen Licht wenigstens kriege. Virgin Circus hier gerade gespielt im Lux, Auletta. Casting für als Vorband in der Luise. Ja. Wollt ihr da auch spielen überhaupt? Auf jeden oder? Fall. Bitte echt? Fotos oder was? Ja. Interview. Interview. Live. Du bist live drauf. Cool, optimal. Eine Zigarettenpause. Ich habe gesehen, ihr hattet eindeutig den besten Merchandising-Stand hier, ne? Den einzigen, ja. Der war die ganze Zeit besetzt. Ja, wir haben jetzt die eigenen Merch-Arbeiter. Haben wir zwei Mädels organisiert, die sich bei jedem Auftritt hinsetzen und ja, die arbeiten jetzt für uns, damit wir uns nicht noch nach den Auftritten nochmal hinsetzen müssen. Ja, aber war richtig professionell, ne? Das, ihr seid die Einzigen, die überhaupt Merch dabei haben. Ja, wir sind auch die Einzigen, die aufgenommen die Tontechnik haben und Lichttechniker und alles dabei haben. Echt? Ja. Wow. Ja, uns war das heute schon sehr wichtig halt. Auletta ist eine bekannte Band. Vor allem einer unserer Lieblingsband, mit dem wollen wir auf jeden Fall unbedingt spielen. Ja und, wie sieht's aus, was meint ihr? Ja. Also wir haben die meisten Karten verkauft, wir haben über 80 Karten verkauft, also es müsste schon möglich sein. Wird schon gehen. Wir müssen jetzt auch alle für euch stimmen, ne? Fremdstimmen, ja. Muss ja auch gefallen, unsere Musik. Alles Gute an Alex von Auletta, der hat heute Geburtstag. Dann müsst ihr dem das weiterleiten, hier dieses fantastische Video. Machen wir dann natürlich am 16. wenn wir Vorband sind. Und ich habe was gehört von dem CD-Release morgen. Wir haben CD-Release, die lokalen Leidenschaften. Ja, wir hatten die wahrscheinlich gestern, weil vor Sonntag komme ich bestimmt nicht dazu, das ins Internet einzustellen. War sehr erfolgreich, war super. Bestimmt wird es gewesen sein. Was ist das? Futur 2 dann, ne? Es wird gewesen sein oder sowas. Ja, und euch dann herzlichen Glückwunsch zu dem Platz, den ihr hier gemacht habt, ne? Und jetzt, die CD, die gibt es aber nicht nur beim Merchandising-Stand, sondern die gibt es erstmal nur bei den Auftritten. Wann ist euer nächster Auftritt? Unser nächster Auftritt ist am Redbox. Am 18.02. ist unser nächster Auftritt in der Redbox. Wo ist die? In Nürnberg. Redbox in Nürnberg. Erzähl. Wo ist das? Wurzeldorf, glaube ich. Wurzeldorf, ja. Ah ja. Das ist so eine Art Jugendhaus. Halt. Ah, cool. Aber ein bisschen. Ja, dann. Hier, die Fans kommen auch Virgin mit raus. Virgin Circus ist cool. Naja, Virgin Circus ist cool. Das muss man hören. Die CD übrigens kaufen, ne? Kostet nur 100 Euro, das ist kein Stress. Ohne Witz. Virgin Circus ist einfach die geilste Band der Welt. Ja, das ist unser heutiger Fotograf übrigens, weil unser normaler Fotograf. Da ist meine Frau, ne? Ist anderweitig. Und Ram Drehtabak ist sowieso der Beste. Drehtabak ist übrigens echt gut. Ja, jetzt wird's sinnlos. Zigarette noch nicht zu Ende? Ich glaube, ich muss mal. Nee, aber da kommen immer mehr Fans dazu. Immer mehr Fans. Jetzt will der Antoine los sein. Ihr seid live auf dem Interview dabei. Hier ist Hugo. Salü. Also, ich muss mir noch. Buenas dias, amigos. Chicos.
Also, que pasa, que pasa, todo tranquilo. Okay, alles wird gut. Bevor jetzt gleich hier noch Nossa Nossa gesungen wird. Wir würden uns auch sehr freuen, mal wieder persönlich bei euch vorbeizuschauen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ausgebucht bis super. Ende April. Ja, ihr anfangen. Wir kommen höchstwahrscheinlich dann im Sommer, weil wir nehmen jetzt dann, wir fangen an, das Album aufzunehmen. Ghost City Recordings mit unserem Mischer Albert. Habe ich jetzt eine Freundschaftsanfrage von bekommen von Ghost City Records? Ja, die sind ziemlich gut. Ich glaube sogar die professionellste Bude hier in der Gegend. Ja, wir produzieren halt hauptsächlich solche Hardcore-Bands. Deswegen wird das mal eine neue Erfahrung für die und vor allem für uns. Die Hardcore-Productions. Ja, Virgin Circus hier dann. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Und mit der neuen CD freuen wir uns dann drauf dann im Sommer. Und ich muss mir ein neues Konzept einladen, ihr raucht einfach zu langsam. So. Wir sind so nervös, aber ich rauche eh nicht. Zum einen kannst du bei der Kälte nicht rausgehen, zum anderen raucht nicht mehr jeder. Dann ist das. Man muss natürlich dazu sagen, wenn es schon 100.000 Leute anschauen, drückt auf Facebook auf Gefällt mir. Virgin Circus. Virgin Circus hier bei den lokalen Leidenschaften, die erste Folge des Versuchs einer Fernsehsendung. Mal sehen, ob wir das... 27.15 Uhr, Freitagabend. Okay, danke. Ciao. Yeah.
du? Stone Mumbling, a great band. I heard from them, yes. Okay. The next song called Break the Wall.